Der fränkische Marienweg ist eine große Einladung, sich auf den Weg zu machen. Auf diesem Weg gibt es viel Schönes zu entdecken. Es sind regelrechte Perlen hier in Unterfranken, der Landschaft, die wie keine zweite in Deutschland so viele Zeugnisse der Marienverehrung hat, so viele Marienwallfahrtsorte, Hausmadonnen, Bildstöcke und Verehrungsstätten der Mutter des Herrn. Es ist ein altes Marienland. Es ist schön, diesen Weg zu gehen mit anderen Menschen. Es ist schön, auf dem Weg Gastfreundschaft zu erfahren. Es tut gut, Wege zu gehen. Man tut auch etwas für die Gesundheit. Man erlebt die Natur mit ihren Schönheiten hier in Franken, in der Rhön, im Steigerwald, in den Haßbergen, im Spessart, im Odenwald, im fränkischen Mainland. Hier im Hintergrund sehen Sie die Stadt Würzburg. Vielleicht hören Sie auch ein wenig den Lärm. Aber wenn wir auf dem Marienweg sind, dann werden wir hoffentlich dem Lärm und der Hetze etwas entfliehen können. Der Barockbau des Würzburger Käppele ist das Werk des bereits 60-jährigen Balthasar Neumann. Johann Peter Wagner schuf die Fassadenfigur der Maria in der Hoffnung. Der Augsburger Maler Matthias Günther war für die monumentalen Fresken verantwortlich. Balthasar Neumann erlebte die Vollendung seines Werkes nicht mehr. Dominikus Ickelsheimer baute 1778 die ursprüngliche Gnadenkapelle um, erhöhte sie und bezog sie so stärker in den Hauptraum mit ein. Das vielverehrte Vesperbild, eine 58 cm hohe Holzplastik, ist um 1640 entstanden. In einer Nische der rechten Seitenwand befindet sich ein spätgotisches Steinrelief mit Stifterpaar. Es war ehemals auf der Vogelsburg bei Volkach, dann im Domkreuzgang und wird seit 1797 im Käppele ebenfalls als Gnadenbild verehrt. Der Main fließt von Würzburg nordwestwärts vorbei an der Klosteranlage Himmelspforten. Dort führen Karmelitinnen in der Stille strenger Klausur ein Leben des Gebetes und der Betrachtung. Nicht weit mainabwärts ragen schon die beiden Türme von Kloster Oberzell. Die Zeller Schwestern, wie das Volk sie nennt, haben ein Gespür für die Not junger Frauen heute. Beherzt und ohne Berührungsängste gehen sie an soziale Brennpunkte. Das Maintal mit seinen bewaldeten Höhenzügen und Rebhängen bildet eine malerische Kulisse. Nicht weniger malerisch präsentieren sich die Dörfer dort unten. Eines davon ist Erlabrunn. Auf der steilen Anhöhe, Volkenberg genannt, liegt etwas versteckt das Erlabrunner Käppele. Oder muss man sagen das Leinacher Käppele? Die Leute von Ober- und Unterleinach im Tal jenseits des Berges nennen es jedenfalls genauso ihr Käppele. Der kleine Bau wurde 1875 von einer Witwe zu Ehren Maria Hilf gestiftet. Nur wenige Kilometer weiter flussabwärts kommen wir nach Zellingen. Die Kapelle am Friedhof wurde 1685 auf den Namen Maria Hilf vom Berge Karmel geweiht. Haupt- und Seitenaltäre sind das Werk von Johann Peter Wagner.
Das Gnadenbild der Skapuliermadonna im linken Seitenaltar ist die Kopie des bei Renovierungsarbeiten verloren gegangenen Originals von 1637. Im Seitenchor ist hinter einem Gitter ein neobarocker Altar aufgestellt mit teils spätgotischen, teils barocken Reliquienbüsten der 14 Nothelfer in Nischen, in der Mitte die Halbfigur der Mutter Gottes mit dem Kind.